Hier sind Dingens. Okay. So, dann jetzt hier. Hallo? Einer da? Und keiner da? Mitnehmen, ich werde hier fast beobachtet. Das Kühlhaus. Klasse. Safety Guy's back. Du schon wieder? Na klar, wer denn sonst? Frage ist halt jetzt, einfach draufballern? Haben wir da eine Schrotflinte dabei? So, suchen wir ein paar Schuss. Ist ja nett. Au. Kollege, also nicht, ne? So, draufballern. Nochmal, komm. Lade nach, shit. Ach nee, gar nicht, lade nach, aber halt, ne? Feuerrate und sowas. So, das müsste es mit ihm gewesen sein. So, und jetzt rein hier. Irgendwie. Und jetzt? Verdammt! Man sieht nichts. Man sieht wirklich nicht wirklich viel, weil dieser Schwarzbalken hier ja unbedingt sein muss. Warum muss der denn jetzt hier bitte schon sein? Okay. So, wir wechseln mal die Waffe, weil die andere ist ja leer. Nehmen hier mit, was wir mitkriegen können. So wie immer. So, was zum Heilen, glaube ich, war das. Hier ist nichts zum kaputt machen. Haben wir jetzt nur diese eine Tür, die wir jetzt nehmen können. Ich sollte jetzt Catman finden. Ja, und was mit Joseph? Und Leslie? Und was mit Rufik? Willst du den nicht auch finden? Nein? Merkwürdig. Hier scheint es gut zu gehen. Was hat sie nur vor? Ich hab keine Ahnung. Ist das jetzt schon die Anstalt da? Nee, das ist ein Spielplatz. Fast das gleiche. Spielplatz und Anstalt. Gut. Versuchen wir da irgendwie hinzukommen. Das hier war nur was Volles, was ich nicht mitnehmen kann. Leider. Eine Kiste. Ich weiß, ich habe eben eine Kiste ausgelassen, ist mir egal. Ich habe sowieso schon so viele Kisten ausgelassen. Bestimmt. Teilweise aber halt, weil ich sie nicht registriert habe. Kann Leslie nach Hause? Mit dem Zug bis nach Hause? Nein, Leslie. Heute nicht. Du... beschützt du mich? Ja, das ist mein Job. Gut, gut, gut. Wenn ich nach Hause komme, werden sie sich wundern. Du verstehst nicht. Du weißt nicht, was aus ihm wird. Oh doch. Ich hab's gesehen. Du verstehst nicht, was Ruvik eigentlich will. Dann sag's mir. Was will er denn?
Er will Leslie. Dann geht es um sein kleines Forschungsprojekt. Verarsch mich nicht. Ich habe einen Auftrag. Er darf den Jungen nicht bekommen. Leslie ist der Einzige, den er... Aha. Verdammt. Nein. Da hat sie ihn einfach erschossen. Aber hey, wir haben Kapitel 13 überlebt. Ist ja auch immer wieder, ne? Gut, wenn man irgendwas überlebt hier. Gut, Kapitel 14. Hintergedanken. Dann mal los. Irgendwie schaffen wir es schon. Okay. Ganz ruhig bleiben. Alles wird gut. Joseph, du darfst nicht tot sein. Er ist doch sowieso schon tot. Hintergedanken. Aber alles nähert sich so langsam dem Ende, habe ich das Gefühl. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich das begründen soll. Es fühlt sich halt so an. Okay. Ach, jetzt sind wir hier in der U-Bahn, oder was? Das heißt, wir haben da auch die U-Bahn, über die wir dann rüberklettern könnten, richtig? Oh, warte, da war Munition. Bisschen umgucken ist ja nicht verkehrt. Aber man muss es in diesem Spiel ja anscheinend auch nicht wirklich übertreiben. Wissen wir ja schon. Hier ist auch mal Kotze an der Wand. Ah, da ist die Bombe. Bam, das war aber sowas von der Mitte. Einmal Gehirnwasser. Nö. Immer diese leeren Schubladen. Oh, warte, da ist ein Verbandskasten. Nehmen wir mal für alle Fälle mit. Ein Kartenfragment. Streichhölzer sind voll. Gehirnwasser. Gut, gibt es hier auch mal Munition so? Weißt du, so ganz viel oder sowas? Nein? Okay, dann nicht. Dann können wir auch schon wieder zurückgehen. Und weiter Richtung U-Bahn gehen. Natürlich hier gleich am Anfang erstmal einen Kontrollpunkt. Kann ich hier links lang? Könnte aber auch weiter runter. Wir gehen erstmal links lang. Auf die Damentoiletten oder was? Oh. Gehen wir zu der Bombe hin. Ja, komm, komm, geh da hin. Nicht? Das finde ich aber verarschig. So. Natürlich gibt es jetzt hier Safe-Punkt auf dem Klo. Alter. Kann ich die irgendwie zerschießen? Sieht gut aus. Gehirnwasser ist halt stabil und so. Bisschen doof, dass ich jetzt dafür die Munition verschwenden muss. Wollte ja jetzt eigentlich den einen Zombie da reinlucken hier, aber es hat nicht geklappt. Da oben liegt Streichhölzer. Damit es hier nicht so riecht auf dem Klo. Hier kann ich nichts öffnen. Hier liegt was neben dem Klo. Hier haben wir da einfach mal abgestellt. Okay, aber wo ist denn jetzt der Spiegel hier? Da könnte er drin sein. Da liegt auch wieder ein Tagebuch. Schauen wir mal. Notiz von Maiwa.
Mein lieber Sebastian, wenn du diesen Brief erhalten hast, dann, so fürchte ich, ist das Schlimmste eingetreten. Meine Nachforschungen sind der Wahrheit zu nahe gekommen. Du wirst mich wohl nie wiedersehen. Es tut mir leid, dass ich es dir verheimlicht habe, aber das war nur zu deinem Schutz. Entweder vor der Wahrheit oder meinem Wahnsinn. Ich habe dem Brief eine Kopie meiner Aufzeichnung beigefügt. Ich hoffe, dass du sie niemals erhältst, aber falls doch, liegt es an dir zu beenden, was ich angefangen habe. Bitte tu es für Lilly und für mich. In ewiger Liebe, Maiwa. Also hat sie ihn nicht unbedingt verlassen wegen des Alkoholproblems, sondern wirklich halt, weil sie ihr Spur nachgegangen ist. Aber was genau sie jetzt entdeckt hat, das weiß ich nicht. Gehen wir hier mal durch. Zu sexy Krankenschwester hier. Auch wenn ich schon mal hier bin, ja gut, können wir machen. So, dann schauen wir mal. Mit 16.000 kann man ja schon ein bisschen was machen hier. Feuerrate. Ich würde eigentlich gerne noch was in die Schrotflinte investieren. Oder halt in die Reserve. Da haben wir eigentlich auch sehr wenig. Schrotflintenreserve. Scharfschützen. Komm. Dann Spritzen. Und dann noch irgendwie was. Nehmen wir das hier. Noch was, was ich machen könnte? Granaten. Überlege. Das ist alles nicht so wirklich so das Richtige, was ich gebrauchen könnte. Nun gut. Ein bisschen geskillter gehen wir jetzt hier hin. Schau mal, weitere Missing-Notiz. Vermisst Ivan Diaz. Der freie Journalist kehrte von seinen Recherchen für einen Artikel nicht zurück. Seine Kamera und sein Notizbuch wurden in Elk River gefunden. Eine Zeitung? Feuer im Büro. Büro mit Verbindungen zu Auslandsgeheimdienst abgebrannt. Erste Festnahmen. Ein Gebäude des Sozialdienstes in der Gemeinde ist abgebrannt. Es besteht der Verdacht, dass die Einrichtung als Tarnung für den Auslandsgeheimdienst diente. Was ist denn das jetzt für eine Nachricht? Was sollen wir denn das sagen? Keine Ahnung. Und sie macht sich hier die Nägel, natürlich, statt mir mal irgendwie was zu verraten, was hier jetzt abgeht. Hier sieht irgendwie alles immer zertrümmerter aus, habe ich das Gefühl. Oder zumindest liegt mehr Müll auf dem Boden. Aber nun gut. So, wieder zurück auf den Klo hier. Und raus hier und dann jetzt den flimmernden Gang hier hinunter. Auf zur Straßenbahn. Oder U-Bahn. Unterbahn, frag mich nicht. Da liegt ein Zombie. Ich wollte dich jetzt eigentlich verbrennen, aber okay. Dann nicht, wenn du nicht willst, ne? So. Jetzt. Weißt du, das ist wieder sowas? Ich kann die Axt nicht nehmen. Er hat eine dabei, aber die kriege ich nicht. Nicht nett. Gar nicht nett. Oh, ne. Du schon wieder. Da hinten ist so ein Zombie angedingst. So, ich hoffe, das war's mit dem. So. Und was war der denn da angekettet? Harpunen, die da sind? Sind das Harpunen? Ist gut möglich. Wow. Ach, da. Nehme ich mal. Harpunen kann ich nicht mitnehmen. Dann entschärfen wir mal die Bombe. Gut.